Nachdem man ein Video geschnitten hat, möchte man es zunächst in einer wirklich guten Qualität auf die Festplatte ausgeben, sodass man eine Archivdatei hat und die vielen einzelnen Videoschnipsel, die man gebraucht hat, löschen kann, sodass man mit einer qualitativ guten Datei später vielleicht noch mal eine Kleinigkeit ändern könnte. Für einen Upload zu einem Videostreaming-Dienst oder zur Weitergabe intern per Mail oder auf eine Festplatte im Netzlaufwerk ist diese Datei nachher natürlich viel zu groß. In meinem Beispiel hier würde ich jetzt eine Bereitstellung in Original-Standard machen und nicht gleich auf einen bestimmten Kanal angepasst eine schlechtere Variante exportieren. Das Ergebnis des Exports sieht man hier. Ich erhalte eine Datei in einem MOV-Container mit 382 MB. Das ist jetzt relativ wenig für einen 6-Minuten-Clip, aber es war sehr viel weiße Fläche oder viele verschiedene Screencasts im Tutorial und die brauchen nicht so viel Speicher, wie wenn wir Szenen haben, wo sich viel im Bild bewegt und wo sich viel verändert. Jetzt ist mir das aber zu groß, das ist meine Archivierung sozusagen, einen guten Film, wer weiß, wo ich den nochmal präsentieren muss, aber für einen Upload, zum Beispiel auf YouTube oder eine andere interne Streaming-Plattform, würde mir ein 1080-Format reichen und das könnte kleiner sein. Und dazu gibt es Tricks, das will ich euch jetzt hier zeigen. Also ich habe das schon mal vorbereitet. Die 1080er-Version hat dann noch 53 Megabyte. Und wenn es jetzt sehr darauf ankommt, dass man Platz sparen muss und trotzdem noch einen Film haben will, den man gut sehen kann, kann man noch auf 720 herunterskalieren, sodass dieser Film dann noch 29 MB hat von einem Ausgang bei 382 MB, also wir um den Faktor 10 verkleinern konnten. Und diese beiden Angaben hier, 720 und 1080, die ich reingeschrieben habe, das hatte ich schon mal in einem anderen Video erklärt, beschreiben die kleine Kantenlänge des Videos in Pixel. Und zwar gilt allgemein HD als 1080 Pixel in der kurzen Kante. Und es gibt aber, vielleicht erinnern sich die einen oder anderen noch dran, diesen HD-Ready-Standard. Das wurde zuerst bei den Fernsehern eingeführt. Das ist ein bisschen geschummeltes HD. Das hat dann nur eine Kantenlänge von 720 Pixeln. Aber es macht auf Notebook-Monitoren überhaupt keinen Unterschied in der Regel. Auf größeren Monitoren dann, ich sag mal, ab 24 Zoll im Vollbildmodus sieht man schon, wenn man genau hinschaut, einen Unterschied zwischen 1080 und 720. Aber für unsere Sachen, die wir hier machen wollen, reicht in der Regel eine 720p-Datei aus. Wenn ihr das auf YouTube hochladet oder auf Vimeo, dann könnt ihr ruhig die 1080er hochladen, denn diese Dienste skalieren dann je nach Endgerät eine angepasste Version. Wenn ihr da nur 720 Pixel auf der kurzen Kante des Bildes hochladet, habt ihr natürlich nach oben, wenn derjenige, der streamt, mehr möchte, keine Möglichkeiten. Aber das 720er-Format wäre was für interne Festplatten in Netzlaufwerken oder gar, wenn man es irgendwie, wenn man kurze Filmchen hat, vielleicht jetzt nur 1 Minute oder 2 Minuten, könnte man das dann vielleicht sogar noch per Mail einmalig verschicken. Jetzt zeige ich euch, wie man ohne technisches Wissen einen Film, den man sich fürs Archiv und für andere Präsentationen, wo vielleicht hohe Auflösungen gebraucht werden mit wenig Kompression, wie man so einen Film relativ leicht in die kleine Form umwandeln kann. Die Lösung für unser Problem ist ein kleines Programm, welches frei zu erhalten ist und das nennt sich FFmpeg. FFmpeg kann sozusagen Video und Audio umkodieren, dass mit möglichst wenig Qualitätsverlust am Ende eine wesentlich kleinere Datei entsteht. FFmpeg ist aber in seiner Ursprungsversion ein Kommandozeilentool, sowas, was man hier sieht.
Und für alle Pädagogen, die jetzt nicht Freaks werden wollen, was Video- und Audio-Konvertierung angeht, ist das eine Sache, die man nicht lernen möchte. Aber dieses kleine Schweizer Taschenmesser der Audio- und Videokonvertierung wird wieder von anderen Programmen, die eine etwas schönere Benutzeroberfläche haben, genutzt, um genau solche Konvertierungen durchzuführen. Und hier hätten wir zum Beispiel Handbrake, welches es für verschiedene Versionen gibt, macOS, Windows, Ubuntu, und mit welchem man dann diese Konvertierung von Video und Audio schön umsetzen kann. Wenn wir Handbrake öffnen, sehen wir diesen Bildschirm. Zunächst können wir dann hier oben unsere Quelldatei aussuchen, die wir gerne haben möchten. Ich nehme wieder hier dieses Tutorial. Und Handbrake lädt die in das Programm hinein und man sieht hier schon ganz viele verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Mit denen wollen wir uns überhaupt nicht befassen. Wir gehen auf die Presets und für uns kommt 1080p 30 oder 720p 30 in Frage. Diese beiden Varianten habe ich für die Beispiele zum Umrechnen benutzt. Ich muss dann nur noch meine Destination, also mein Ziel, angeben, wo und unter welchem Namen ich die Datei speichern möchte. Ich kann das hier tippen oder über Browsen reingehen. Dann muss ich nur noch Start drücken und Handbrake beginnt den Film klein zu rechnen. Am Ende bekomme ich dann, wie am Anfang gezeigt, die verschiedenen Varianten. Die Qualität bleibt ähnlich gut, aber die Datei ist viel, viel kleiner.